Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 4. Wir haben im letzten Part einen Engel gefunden am Baum von Yggdrasil und nun sollen wir sie geleiten nach Zenithia. Und dafür müssen wir auf diese Insel hier. Ja, hier landen wir und nun seht ihr auf der Weltkarte, dass da plötzlich eine andere Weltkarte ist. Was ist los? Ich habe keine Ahnung, warum das hier plötzlich anders ist. Ich weiß auch nicht, wo wir hier genau hin sollen. Auf jeden Fall sind wir hier richtig. Und ja, wir müssen jetzt irgendwie irgendwann einen Weg suchen, wie wir zum Himmel gelangen und stellen uns Ogers und Löwenmaul in den Weg. Ja, ich habe mein Team jetzt so mal gelassen. Ich habe ein bisschen gelevelt, ja, 38 Hauptcharakter. Habe ein paar Sachen gelernt, jetzt aber nicht unbedingt viel. Außer Kabum, das macht viel, eine gewaltige Explosion, das macht verbraucht 15 MP, zeige euch einmal, wenn ich vorher dran darf. Wenn ich nicht hier vorher klatsche. Da seht ihr es. Bamski. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Kann man so mitnehmen, ne? Ich denke, ist das die Höhle? Wenn wir ja, in der Höhle können wir nicht rein, das ist das Problem. Wenn wir hier nämlich unseren Fluggeleit da reinsteigen, kommen wir aus der Weltkarte wieder raus. Dann brauchen wir gar nicht versuchen. Könige der Nacht. Da brauchen wir gar nicht versuchen. Also hier irgendwie wieder hoch zu fliegen und dann da von oben reinzugehen. Nee. Man kommt da irgendwie nicht mehr raus. Frag mich nicht, warum. Warum man es so gelöst, warum man es nicht anders gelöst hätte. Aber wahrscheinlich gehört das einfach so, ne? Dass man da nicht so. Wie viel hält das Ding jetzt einfach aus? Danke. Das ist nämlich kein Schimmer. Wir müssen. Hier ist ein Dorf. Hallo? Guten Tag, wo bin ich hier? Seiet voller Ehrfurcht angesichts des irdischen Garten der Göttin. Reisende, dies ist der Asimut, das Tor nach Zenithia. Unternehmt ihr eine Pilgerreise des göttlichen Himmel? Ja, eventuell. Hallo. Willkommen im Haus der Göttin. Wir können euch dieser späten Stunde noch helfen. Ich würde gern beichten einmal. Und zwar habe ich viele, das darf die Peter aber nicht wissen, bitte. Ja. Ich habe sehr viel ausgerottet. Ich sag's euch. Ich habe so viele Leben ausgelöscht. So viele Arten habe ich zerstört, dass es das geht auf keiner Kuhhaut. Weil es auch keine Kühe mehr gibt. Ich habe alles zernichtet. Ich würde es gern fortsetzen, ja. Ja. Gut, jetzt bin ich wieder gereinigt. Jetzt darf wieder das Leben wieder weitergehen. Haben wir irgendwo ein Inn hier? Das ist halt die erste Frage, die sich mir stellt. Hier ist ein Inn, weil ich würde gern tagsüber hier rumlaufen. Dann sind die Leute kontaktfreudiger. Guten Tag. Willkommen, unsere Herberge, müde Reisende. Ich würde gern einmal, genau, wie viel kostet 90, Alter. Sag mal, Tourismus ist hier anscheinend sehr hoch im Kurs. So, von den Stacheln umrahmte Insel, wo man von See aus nicht rüber kann. Ja, ich weiß nicht, ob ihr eure Kunden damit nicht verkrault. Ja, könnte eventuell sein, ne? Hier unterhalten sich zwei. Selbst wenn die Treppe nach Zenithia tatsächlich existieren sollte, öffnen sie sich nicht jeden. In den alten Schriften steht geschrieben, dass nur derjenige, welcher im Besitz der gesamten legendären Zenithia-Rüstung ist, Zutritt erhält. Weiß ich doch. Ihr habt von Tom gehört, irgendwo auf dieser Insel, der direkt nach Zenithia führen soll? Ja. Irgendwo hier soll ein Turm nach Zenithia führen. Guten Tag, der Herr. Willkommen im Rüstungsladen. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich würde gerne was kaufen. Was hast du denn? Die Stachelrüstung ist gut für Torneko, ne? Aber Torneko benutzen wir eh nicht. Und Miku ist sowieso besser gerüstet. Das ist Schwachfug. Zauberrobe. Ist genauso Schwachfug. Drachenschild. Nee. Nee, du. Eisenmaske. Nee. Nee, sonst. Nee, nee. Nö, nö, nö. Kann so also bleiben, ne? Hallo? Eine Mini-Medaille finden wir hier einfach im Krug. Was für ein Glück. Der Typ, der sieht mir nach einem Engel aus. Hey, Pit, was geht ab? Es muss ein Werk der Göttin sein. Die Person, die dort schläft, ist in die Höhle gefallen. Echt? Erzähl mir mal. Miku, wir haben euch bereits erwartet. Ihr müsst euch schnellstens mit dem Drachengott treffen. Denn die Welt steht kurz vor dem Untergang. Der ist in den Himmel gefallen. Genau wie Pokémon-Legenden Arceus. Da erzählen ja auch ständig, warum das mal von Himmel gefallen ist. Hallo? Ich kenne die Wahrheit über diesen Mann. Zaro de Metzler trägt den Teufel im Leib. Sein Herz wird beschwert von der Last des Hasses. Er muss aufgehalten werden. Und zwar bevor er sich in ein Wesen verwandelt, das teuflisch und abscheulicher ist als alles, was die Welt bisher gesehen hat. Warum nur widerfährt uns diese unheilvolle Misere? Als bald das Wandlungsarmband Aoi gesetzt wird, können wir gewiss sein, dass das Geheimnis der Evolution grausamer Ziel zuvor sein wird. Das Wandlungsarmband? Ja, das müsst ihr immer noch holen, ne?
Uns ist so angekommen, dass Zaro der verbotene Geheimnis in seinem unterirdischen Versteck bereits entfesselt hat. Das Geheimnis der Evolution, das den Sterblichen lange, lange Zeit verborgen war. Oh, etwas Schreckliches hat sich zugetragen. Zaro, dem Metzler, der sich mit dem Monsterbrut verbrüderte, ist es schlussendlich gelungen, das Geheimnis der Evolution zu perfektionieren. Ist das so? Guten Tag. Vernehmt die Stimme der Göttin, wie ich es getan habe. Ich war es, der die Prophezeiung der Göttin über die große Heldin hörte, die Istak schließlich besiegen würde. Die Prophezeiung hat sich bis ins kleinste Detail erfüllt. Die Göttin offenbarte mir ebenfalls, dass ihr hierher zum Asimut kommen würdet. Doch nun herrscht Stille. Was wird geschehen, jetzt da Istak geschlagen ist? Das ist mir ein Rätsel. Oh, weise und allmächtige Göttin, was hat dies zu bedeuten? Ich würde auch gern mehr wissen, was das zu bedeuten hat. Istak, der den lodenden Flammen Naridias entstieg, wurde von einem großen Helden besiegt, so wie es die Prophezeiung vorausgesagt hatte. Doch nun strebt er nach Wiedergeburt. In seiner gequälten und gepeinigten Seele regt sie eine neue Teufelsmacht. Nehmt euch in Acht vor Trauer und Sorge, denn jene mit schweren Herzen beflügelt das Böse. Doch wir alle sind gesegnet in dieser Welt geboren worden. Gesegnet von der wahren Gottheit der allmächtigen Göttin. Ja. Hier haben wir noch ein Dings. Was ist das für ein Laden? Shop. Nee, kein Shop. Eure Füße müssen gesegnet sein, denn ihr steht in Asimut und das ist Zenithia so nah, wie man als Sterblicher nur bekommen kann. Doch lasst Vorsicht walten, denn Nadiria, die Unterwelt, ist nicht allzu fern von hier. Im Nordwesten dieser Insel befindet sich eine Höhle, die tief unter der Erde in der Bereich, eine Höhle, die kein Mensch betreten darf. Nur Zenithianern und Monstern ist der Zutritt in der Höhle gestattet, so besagt es die Legende. Und Monstern? Aber ich komme da ja gar nicht hin, im Nordwesten. Oder kommt man da irgendwie rein, wenn ich mich verwandle? Gepäck? Einmal bitte. Wo ist das denn? Da, Mutationsstab. Benutzen. Genau. Das wollte ich immer mal sein. Da kommt man doch gar nicht hin. Da kommt man doch gar nicht rein. Ach Gott, please. Wie soll man sich da konzentrieren? Ogas. Greif alle an. Komm, du machst mal. Kabumm. Nee, in der Höhle kommen wir nicht rein. Nordwesten, haben die gesagt. Und ich bin nordwestlich von dem Ort, aber die Höhle ist halt komplett für mich unzugänglich. Das war ein Level-Up. Es gibt noch was zu holen. Da ist noch was da im Dorf. Glaube ich. Oder? Ich guck mal ganz kurz. Nö. Wir müssen woanders hin. Wir müssen nach Süden. Da gibt's nämlich noch hier irgendwie was. Wir müssen gar nicht zur Höhle. Die Höhle, in der Höhle können wir wahrscheinlich später rein. Wir müssen ja jetzt irgendwie erstmal komplett woanders hin. Na, erstmal müssen wir woanders hin. Kabumm. Wieso halten die so viel aus? Komm, greift einfach alle an. Macht doch keinen Spaß hier mehr. Erledigt. So. Da. Das sieht doch höchst interessant aus. Ein Metallkönigsschleim. Komm, mach Crit. Na, komm bitte. Da kriegen wir 30.000 Erfahrungen, wenn wir den besiegen. Na komm, er haut einfach ab, Mann. Diese dämliche Potsau. So, wir heilen uns einmal und dann gehen wir rein. So. Das ist der Zenithia-Turm. Auf geht's. Sieht freundlich aus, ne? Einladend. Würde ich mal von mir behaupten. Gehen wir mal rein. Löwenmäuler natürlich, kennen wir schon. Kennen wir schon. Gehen wir vor hoch. So. Ich weiß nicht, wohin ich muss, ne? Was ist das? Ein Drachenschild? Das ist gut. Kann man verkaufen. Okay, also gibt es hier mehrere Wege. Okay, nach oben. I see. Dann haben wir hier auch noch einen Weg nach oben.
Da geht's aus, wenn es weitergeht. Und hier, wo führt das hin? Ach, wahrscheinlich ist egal, ne? Ist egal. Ich glaube, das ist von beiden Seiten möglich, unten hier hoch zu gelangen. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal da rein. Das sah mir aus wie ein Fahrstuhl. Und was bekommen wir hier? Ein Claubolero. Was ist das denn schon wieder? Claubolero. Abwehr. Absorbiert zuweilen die MP-feindlicher Zauber. Ist eigentlich voll gut für sie, ne? Ja, guck mal. Ja, bitte. Sehr gut. Claubolero? Lohnt sich. Lohnt sich. Fahrstuhl. Richtig cool. Was haben wir hier? Nichts. Nichts. Nada. Nothing. Nothing. F. Nothing. Noch höher. Sehr gut. Was ist das hier? Nichts. Da ist aber eine Treppe drin. Hallo? Ist da jemand? Hier sind, da habe ich auch zwei Treppen gesehen. Hey, oh Gott, Knochenbrunnen. Welche Treppe sollte ich nehmen? Wir greifen einfach alles an. Komm. Ich weiß nämlich nicht, welche Treppe ich jetzt als erstes nehmen soll. Komm, nehmen wir einfach die. Ist ja egal. Wahrscheinlich hat die Treppe da zu den anderen hingeführt, ne? Zu dem Schätzelein. Was auch immer. Wird nichts Gutes drin gewesen sein. Außer vielleicht eine Mini-Medaille. Oder so. Unser Ziel ist ja sowieso erstmal nach oben zu gelangen. Oder ich werde einfach viel zu ungeduldig. Eigentlich normalerweise bin ich das nicht, der hier gerade spricht, sondern der Typ, der Let's Played. Aber ich habe keinen Bock auf die ganzen Kämpfe. Ich kann hier gerne noch mal rein, wenn ich übermächtig bin, ne? Aber so ist das eher anstrengend. Oh, was haben wir denn da? Ein Glück, eine Opferarmschiene. Das hört sich nicht so super an. Die rüste ich mir lieber nicht aus. Geifer de Gule und Trizer tauchen hier auf. Aber die schlagen zuerst zu. Das ist natürlich sehr nett. Boah. Leute, der Held hat auch Zauber gelernt. Wisst ihr das? Guck mal, hier kann Zickzack und Zickzack-Zuck. Also Zickzack-Zuck kann ich nur einsetzen, wenn jeder Charakter in der Party halt Magiepunkte hat. Aber da Alena keine Magiepunkte hat, bringt das nichts. Deswegen setzen wir Zickzack ein. Auf alle. Und du greifst einfach mal an. Und du machst einfach einen Angriff und ja, hier und du machst Magie mit. Ha, Kabum. Sehr gut. Kabumski. Tut mir allen weh, ne? Aber Zickzack bestimmt. Oh yes. Oh yes. Zickzack macht Aua. Hier geht's hoch. Und hier geht's rüber. Nice. Ein Herr der Flieger scheint und Schlundwiepern. Ja. Boah. Ah, Puff. Der Attacke sieht ziemlich cool aus. Auch wenn wir den Drachen leider nicht sehen, ne? Ah, das ist schon cool gemacht. So, der letzte jetzt, komm! Ah, okay, ich sehe schon. Gut, dass man drehen kann. Manchmal bin ich da echt froh, dass es die Funktion hier im Spiel gibt. Ja, die Gegner immer. Ihr wisst gar nicht, wie nervig, wie lang Kämpfe sein können, wenn Gegner immer andere Gegner herbeirufen.
Dabei sind die Kämpfe total langweilig quasi. Und wiederholt sich halt immer alles. Und es passiert nichts Neues. Oder so. Nichts, was ihr kennt oder so. Aber es ist schon teilweise einfach nervtötend. Wir gehen auf diese Wolke einfach rauf. Sah gerade aus, als würden wir schweben. Als würde der Turm in den Himmel emporsteigen oder so. Oh, das ist das Schloss aus dem Intro. Hallo? Wir haben dich zurückgebracht, ne? Seht nur, Zenithia, meine Heimat. Ohne eure Hilfe wäre es mir nie gelungen, hierher zurückzukehren. Ich danke euch, Miku. Doch nun muss ich euch verlassen und meine Freunde von meiner Heimkehr unterrichten. Ich danke euch vielmals. Lebt wohl. Ja, ich würde gern auch hier mit den anderen reden und so. Ich meine, ich bin ja sicher nicht umsonst hergekommen, oder? Ihr befindet euch im Reich des großen Drachengottes. Ist das so? Dies ist das imposante Schloss von Zenithia. Aha. Gut, gehen wir erstmal draußen mit uns mit allen unterhalten und dann gehen wir mal rein. Hallo. Oh, viele Jahre sind ins Land gezogen, seit flügellose Freunde zuletzt die Wolken unseres Reiches betraten. Viele Jahre also. Die Nachrichten, die uns von der Erde ereilen, stimmen und uns besorgt. Es scheint, als stehe ein teuflischer Feind kurz vor der Wiedergeburt. Boah, ich weiß nicht, Wiedergeburt, da ist halt einer, der mag die Menschen, andere Menschen nicht, ne? Ihr seid ja kein Mensch, also es ist ja euch, ist ja egal. Es ist mein Wunsch, auf die Erde hinabzusteigen, doch allein der Zenithdrache bestimmt darüber, ob ich mir dürfen oder nicht. Obgleich vor 10 Jahren oder mehr ein Engel aus unseren Reihen sich zur Erde hinabbegab, ganz ohne Absegnung durch den Zenithdrachen. Ach, ach so. Es ist schon mal jemand runtergegangen, ohne Erlaubnis. Das ist natürlich, ich weiß nicht, nicht gut für den Drachen? I don't know. Guten Tag. Es ist soweit. Eine große bedrohliche Wolke verdunkelt langsam aber sicher die Welt. Ja. Vor vielen, vielen Jahren stieg ein junger Engel von Zenithia hinab und verliebte sich in einen Menschen. Ein Holzfäller. Davon habe ich schon mal gehört. Doch das göttliche Gesetz verbietet eine Beziehung zwischen Engeln und Menschen. So wurde der Holzfäller vom Blitz erschlagen. Und die unrüstige Engelsfrau wurde nach Zenithia zurückgebracht. Es ist ihr allerdings nie gelungen, das Kind zu vergessen, das sie auf der Erde zurücklassen musste. Wenn sie heute ihr Kind Miku XC sehen könnte, welche Macht wäre stark genug, ihre Tränen versiegen zu lassen? Oh nein, ich bin das Kind, wer hätte damit rechnen können? Eine Mini-Medaille, nice. Und sonst hast du nichts in deinen Schubladen. Guten Tag, Monster. Hm? Was ich hier mache? Ich pflege ein paar junge Yggdrasil-Bäume. Bitte föhn. Hier, Yggdrasil-Tau. Das ist ein Geschenk von mir. Yggdrasil-Tau? Yggdrasil-Blatt macht ja beliebt einen wieder. Was macht denn Yggdrasil-Tau? Stellt die LP aller Gruppenmitglieder vollständig wieder her. Oh, das ist sehr gut. Das behalte ich im Gepäck. Gut, hier geht's runter. So, hier hin. Grrr. Halten die Dinosaurier einfach als Vergnügung oder was? Guten Tag. Orifiela. Oh, meine Freunde, seht nur, wie ihr mir geholfen habt. Ich kann mich nun wieder meinen Aufgaben widmen und auf den Nachwuchs aufpassen. Solch große Güte, wie ihr sie mir habt teil lassen, muss belohnt werden. Fünkchen, komm doch mal her, bitte. Hallo, Fünkchen. Ich vertraue euch Fünkchen, dann er wird euch auf eure Reise begleiten und euch eine große Hilfe sein. Wirklich? Bekomm einfach einen Drachen? So einen kleinen? Muss das sein? Er verläuft den Wagen. Gut, tschüss. Er kann so die Tür öffnen. Unser Schicksal liegt nun in euren Händen. In naher Zukunft werdet ihr zu seltsamen Orten reisen. Daher muss ich euch fragen, besitzt ihr schon den Zorn des Barons? Falls nicht, müsst ihr es finden. Das heißt, dass es sich im Baronenschrein östlich des Asimuts befindet. Wir werden da hingehen, irgendwann. Zaro de Metzler hat Barrieren errichtet, um seine Feinde daran zu hindern, seine erzwungene Evolution zu beeinträchtigen. Nur wenn diese Barrieren zerstört sind, ist es möglich, diese Evolution aufzuhalten. Möglich könnte in ihrer Schützenhand über euch halten, Miku. Also, wir müssen irgendwelche Dinger zerstören, um Zaro hier auch zu zerstören. Alles klar, ich hab's verstanden. Ah, was habe ich denn noch? Oh mein Gott, wie viel Erfahrung man braucht.
Ich wollte doch einfach nur hier speichern, darf ich nicht? Ja, Borja, ja. Oh Gott, nein. Irgendwas verdrückt. Mine erreicht bald Level. Ja, ich würde gespeichert, aber anscheinend habe ich falsch damit gelegen, dass man hier speichern kann. Gut, gehen wir wieder hoch. Wobei, nicht hoch. Wir nehmen diese Tür hier. Bin ich denn hier jetzt gelandet? Fürchtet euch nicht, denn hier seid ihr sicher. Die Wolken Zenithias geben uns Halt und bewahren uns davor, auf die Erde zu fallen. Wie? Super. Klebwolken. Gut, nochmal auf dem Rund, nochmal auf dem Weg runter. Hat mir ja so gefallen. Ne, hier nicht. Da wollte ich hin. Dann hier raus. Sonst ist hier nix. Ja gut, ja. Dann wissen wir ja jetzt Bescheid, ne? Wir waren aber noch nicht überall, Leute. Beruhigt euch, ich weiß es, dass wir noch nicht überall waren. Hetzt mich nicht. Alles in Ordnung. Hier war nur noch zum Beispiel noch nicht drin. Guten Tag. Wünscht ihr etwas aus den Büchern zu erfahren? Ja. Wie ihr wünscht, erlaubt mir euch vorzulesen. Ich kann selber lesen. Das Geheimnis der Evolution. Das Geheimnis der Evolution ist ein okkulter Mechanismus, durch den der normale Verlauf der Evolution beeinträchtigt wird. Durch die Anwendung dieses Mechanismus können Kreaturen entstehen, die nie für unsere Welt vorgesehen waren. Das Geheimnis der Evolution ist das Übel allen Übels. Solch eine gefährliche Macht darf unseren Kindern und Kindeskindern nicht zugänglich sein. Sie gehört weggesperrt. Und doch wurde dieses Geheimnis nach so vielen Jahren wieder entdeckt. Vielleicht ist es sehr böse, dass sich durch das Estax-Experiment in die Evolution einschlich. Dafür verantwortlich, dass das Geheimnis jetzt auftaucht. Gut, ich habe schon jetzt gar keine Lust, mit dir restlichen Bücher zu lesen. Lassen wir mal lieber bleiben jetzt. Wünscht ihr etwas aus den Büchern zu erfahren? Ja. Geschichte des Krieges. Vor vielen Monaten förderte Estark, der Meister der Monster, etwas unglaublich Böses zutage. Das Geheimnis der Evolution. Mit Hilfe dieser teuflischen Macht verwandelte sich Estark in eine derart mächtige Kreatur, dass er selbst die Götter herausforderte. Wisst ihr was? Dieser Estark ist mir mittlerweile so kackegal, weil ich den besiegt habe. Doch die Zenithianer waren sich Estaks Plänen bewusst und bekämpften ihn gemeinsam mit den Zenithrachen. Nach einem langen und blutigen Krieg wurde Estark schließlich weggesperrt, tief unter der Erde. Denn selbst der mächtige Zenithrache war nicht stark genug, um Estark ganz zu vernichten. Möge er niemals geweckt, möge er niemals wachgerüttelt werden. Solch eine gefährliche Macht darf unter Kindern und Kindeskindern nicht zugänglich sein. Sie gehört weggesperrt. Erst viele Jahre später erfuhr man die ganze Wahrheit, das von Estark genutzte Geheimnis der Evolution war unvollständig. Das Wandlungsarmband, das die dunklen Mächte zusätzlich versteckt, wurde nie von Estark eingesetzt. Gut. Manche Bücher auf die Regalen sind euch nicht erlaubt. Doch ihr könnt einen der beiden dort bitten, euch vorzulesen. Boah, Brudi, nee. Bitte lasst hier keine Bücher drin sein. Nee. Ach, das sind das die abgehauen sind? Nee, ne? Nee. Huch, Mensch, sag jetzt nichts, Sala. Hm? Schon gut, Hopp. Sala, Hopp. Hm. La, 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 la. Ja, ja. Na gut, dann. Da ist nix. Gehen wir zum Drachen, würde ich mal sagen, ne? Haben wir ja schon gesehen. Auf dem zweiten Bildschirm. Nee, war gar nicht. Habt ihr gar nicht gesehen, ne? Ich habe euch das vorenthalten. Wow, ich bin so böse. So, da ist er. Hier steht unser Herr und Meister dem Zenithrachen gegenüber. Ja, okay. Miko, dies ist die, in der sowohl menschliches als auch zenithianisches Blut fließt. Euer Wohlergehen hat den Zenithrachen stets an Herzen gelegen. Ja, und darf ich meine Mutter jetzt kennenlernen? Und mein Vater auch, bitte? Das wäre sehr cool. Ich bin der Zenithrache. Einige nennen mich auch den Drachengott. Es wäre jetzt so lustig, wenn da oben steht Drachengott. Nicht Zenithrache. Von diesen luftigen Höhen aus nehme ich mich den Sorgen der Welt an. Ich weiß nur zu gut, warum ihr hier seid. Doch es ist bereits zu spät. Ich kann die Evolution des einen, den sie Zaro dem Metzler nennen, nicht mehr aufhalten. Denn ich bin nicht so allmächtig, wie ihr es vielleicht glaubt. Oh nein. Das sieht böse aus. Ich überbringe eine eilige Botschaft, oh Herr, dem Tor nach Nadiria entspringt eine Welle der Bosheit. Ich weiß, danke schön, ihr könnt euch zurückziehen.
Er weiß auch schon Bescheid, Mann. Warum kommt überhaupt? Dieser Psaro ist wohl der Ansicht, er könnte Zenithia vom Himmel ausstürzen. Vielleicht hat aber auch der Aufstieg der großen Heldin Miku nach Zenithia zu dieser Reaktion geführt. Wie dem auch sei, mir liegt es fern, die Motive der Menschen zu hinterfragen. Für eine solch schwache Rasse sind die Menschen manchmal erstaunlich willensstark. Und auf diese Stärke muss ich nun vertrauen. Hier steht die eine, die das Blut der Menschen und der Zenithianer eint, die große Heldin Miku. Ihr seid auserkoren, das evolutionäre Böse aufzuhalten. Hiermit übertrage ich euch all meine Kräfte. Danke. Das war jetzt nicht viel Erfahrung, die du hast. Das Zenithia-Schwert leuchtet schillernd auf. Macht euch nun auf den Weg, Miku. Die Welle der Bosheit hat bereits ein Loch in unsere Wolken gefressen. Durch dieses könnt ihr unbemerkt in die Unterwelt von der Diria schlüpfen. In diesen dunklen Tiefen wird das Zenithia-Schwert euer größter Freund sein. Ey, hab ich nicht etwas stärker geworden? Das Zenithia-Schwert? Vorher war meine flüssige Metallklinge ja stärker. Zenithia-Schwert. Juhu, nee, nö. Na gut, ich rüste es mal trotzdem aus, ne? Na gut. Ich meine, warum nicht? Es wird ja wohl irgendwie Sinn haben, oder? Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier raus. Haben wir nächstes Mal verloren. Wir müssen nach Nadiria. Nadiria also. Ah, wo? Weiß nicht, hier irgendwie unten, irgendwie ein böses Loch wurde irgendwo reingefressen. Könnte man nicht irgendwie in die Wolken gehen, zu den Wolken gehen? Da. Oh, diese Angst. Die Welle der Bosheit aus der Welt unter uns hat ein Loch in die Wolken gerissen. Sie hat diese große Risse im sanften Gewebe unserer Heimat verursacht. Leute, aber ich würde sagen, wir machen nächstes Part weiter, ne? Wir haben jetzt viel Story gehabt. Ich würde mal sagen, wir gehen im nächsten Part in die Unterwelt, nachdem wir hier im Himmel sind, ne? Das ist, glaube ich, am besten. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.